Willkommen bei NTV und techfokus.de und wir testen nicht nur Ultrabooks, sondern heute haben wir was ganz Interessantes für euch und zwar einen Staubsauger. Den Philips Run Map, nee, Home Run heißt der, also ähnlich wie beim Baseball, der Home Run. Hier ist die große Box, die wir jetzt auspacken werden. Dazu muss ich ein bisschen weiter nach hinten gehen, aber ihr hört mich ja wunderbar dank dem externen Mikrofon und hier steht Aspirateur Robot. Das nehme ich da mal an, steht für Staubsauger auf Französisch und auf der anderen Seite steht es auf Deutsch. Genau, Roboter Staubsauger und wurde auch in einem Magazin getestet mit 93,1 hier Gewinnchance. Und wir werden das Ding jetzt auch mal einen Monat lang durch unsere Wohnung, durch die Gegend fahren lassen und probieren, ein gemütliches Plätzchen zu suchen, denn der braucht mindestens einen Meter nach links und nach rechts in der Dock Platz. Und ja, so viel Platz haben wir hier gar nicht zu Hause. Mal so schauen, wo wir den hinstellen, vielleicht hinter die Couch, falls das auch funktioniert. Und der drunter passt, aber schauen wir uns das mal an, was wir hier in so einer mächtigen Verpackung alles finden, wenn wir so einen Roboter-Staubsauger kaufen. Als allererstes eine Anleitung, zu der ich gleich nochmal komme, denn die ist in dem Fall sehr wichtig. Ich habe nämlich einige Minuten verbracht, rauszufinden, wieso zum Kuckuck man keine Katze zum Beispiel oben drauf stellen darf. Steht nämlich auch in der Anleitung drin beschrieben. Da haben wohl die Philips-Leute ein bisschen viele YouTube-Videos gesehen. Dann haben wir hier das vielleicht das Wichtigste an dem Roboter. Wir haben nämlich auch so kleine Räder hier vorne, die den sauber machen werden. Und dann außerdem hier noch so kleine Fusseldinger, mit denen man auch das Ding abwischen kann, also den Roboter. Aber dazu kommen wir gleich noch. Man kann einen Philips-Fernseher gewinnen für 1000 Euro, wenn man das Produkt registriert. Dann haben wir hier ein interessantes Handbuch, in der die GPL beschrieben wird. Anscheinend ist nämlich der Roboter so programmiert, dass man den auch öffentlich bzw. per GPL dann selber noch umprogrammieren kann, was ich sehr spannend finde. Denn dann kann man auch andere Geschichten bauen, wie wir auch schon teilweise gesehen haben, dass man eine Webcam oben drauf stellt und dann kann man mit dem Roboter durch die Gegend fahren sozusagen als Person per Webcam. Dann haben wir hier eine, was haben wir hier? Garantie in vielen verschiedenen Sprachen, auch nicht gerade sehr interessant gerade für uns. Und einmal ein dickes, dickes Handbuch mit 250 Seiten und 2, 4, 6, 8 Sprachen, von denen die erste Englisch ist und die mittlere Deutsch auf Seite 130. Und ja, da seht ihr nochmal alles schön genau beschrieben. Wie stecke ich das Philips FC9910 an? So heißt der Home Run offiziell. Und ja, wie verwende ich den und so weiter und so fort. Also zum Beispiel sollten keine Kabel auf dem Boden liegen und so weiter. Das steht aber auch noch in dieser kurzen Anleitung hier drin, die ich euch gleich zeige. Aber wir schauen uns erstmal an, was hier in der Verpackung drin ist. Zum Beispiel eine Fernbedienung. Die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weit auspacken. Die könnt ihr hier ganz gut erkennen. Eigentlich nichts Besonderes, sind ein paar Tasten drauf. Und ja, natürlich macht meine Kamera hier mal wieder alles nicht scharf. Aber es steht nur drauf Turbo, Bass, Clock, Timer, Time, Mode und Enter. Finde ich für eine DVD-Fernbedienung. Das Gelb finde ich allerdings nicht ganz so schön. Aber generell, das ganze Gerät hat an der Unterseite viel Gelb, wie ihr auch schon gesehen habt, an diesen drehenden Dingern. Hier haben wir die Docking Station. Die schaut so aus. Ich denke mal, hier diese goldenen Dinger werden hier den Strom abgeben. Hier oben leuchtet es einmal und dann kennt es ja auch noch eine Anzeige. Und auf der Rückseite kann man hier Kabel aufdrehen, was überflüssig wäre. Ist aus Plastik, nicht sehr spannend, nicht besonders schick, würde ich jetzt mal sagen, aber auch nicht hässlich. Hab schon hässliche Dinge gesehen und ja, jetzt schauen wir uns mal an, was es hier noch so gibt. Wir haben ein Stromkabel, was auch schon für ein Standard-Notebook-Stromkabel. Also das Übliche, zweipolig, kennt man auch von Konsolen. Doppel-A-Batterie hier von Philips auch für natürlich die Fernbedienung. Also auch nichts besonders Spannendes. Dann ein dickes Netzteil. Leider muss ich mal wieder sagen, das geht auch kleiner. Meinerseits würde ich behaupten, also genauso wie beim Notebook. Auch nichts Spannendes. Und dann als allerletztes natürlich den schweren Roboter. Der wiegt bestimmt 4-5 Kilo. Uah. Jetzt muss ich die Box auch mal auf die Seite legen. Ich habe hier auch unseren alten Staubsauger hier noch, den wir danach wahrscheinlich wieder verwenden dürfen, denn ich darf den hier natürlich nur einen Monat benutzen. Aha, ich merke hier schon zum Beispiel hier, das Rad kann hier federn. Auf einer Seite, auf der anderen Seite separat, finde ich super interessant. Dann haben wir hier vorne diese Sensoren, die dann unser Haus erkunden und probieren, nicht überall anzustoßen. Das Interessante ist, wir haben auch an der Unterseite Sensoren. Und zwar, na, wo sind sie? Also ich sehe sie jetzt nicht, aber auf jeden Fall
der Roboter merkt auch, wenn zum Beispiel eine Treppe da ist, der schaut nämlich auch nach unten immer, ob, wie weit es da nach unten geht. Also er fällt jetzt nicht die Treppe runter, falls man eine Treppe irgendwo stehen hat. Übrigens das erste Mal, dass ich so ein Ding in der Hand habe, mal länger als 2 Sekunden. So, hier kann man nämlich die Rückseite abmachen. Ich zeige den nochmal gleich von oben, geht mit einer Hand allerdings schwer. Da ist so noch eine kleine Bürste dabei. Und wenn wir den jetzt hier von oben uns anschauen, dann können wir erkennen, hier kann man das Ganze auch so in die Hand nehmen, beziehungsweise das muss man dann immer sauber machen, denn hier wird, glaube ich, viel gespeichert, beziehungsweise da ist dieser Filter drin. Da sieht man ihn, von dem wir noch 2 weitere bekommen haben. Auf der anderen Seite sieht man das hier auch nochmal, sollte man allerdings nicht falsch herum einlegen. Also das hier ist der Filter und der Speicher für den Staub. So, runterklappen, drauflegen. Also hier oben seht ihr nochmal, es gibt einen Anschalter, es gibt einen Mode-Knopf, Play und Pause. Also man kann den auch kurz anhalten, falls der gerade wieder anfangen würde loszufahren. Der hat natürlich automatisches Mapping. Ich glaube, hier gibt es noch ein Touchscreen oder man kann hier nur durch die verschiedenen Modi durchgehen. Und ja, ich weiß nicht, ja doch, das kann man ganz gut erkennen, aber wir werden natürlich noch ein ausführliches Video auch da machen. Und jetzt zeige ich dir mal von Unterseite, denn das ist auch nicht ganz uninteressant. Und zwar kann man hier sehen, hier wird dann das Gerät geladen natürlich. Hier ist noch eine kleine Rolle. Hier haben wir einen Platz für, ich glaube, mal den Akku, aber der ist festgeschraubt. Und natürlich haben wir hier nochmal die Rolle, die dann auch Staub aufnehmen wird. Nicht nur diese extra Dinger, die dann hier dran kommen, also die 2 muss man dann hier dran machen. Und wie schon gesagt, das ist hier nochmal 2 Filter dafür da, dass man dann hier den Filter dann immer austauschen kann, wo ja natürlich hier hauptsächlich alles aufgenommen wird. So, jetzt schauen wir uns das Handbuch an, denn das finde ich super interessant. Zumal hier wirklich sehr viele spannende Sachen draufstehen, wie zum Beispiel fokussieren. Ja, also ich habe euch schon gezeigt, wie man hier das Fach entleert. Auch wie man das ansteckt, ist jetzt nicht allzu interessant. Aber wenn man das Ganze hier aufklappt, kommt das Interessante zum Vorschein, nämlich Filter austauschen hatten wir schon, dieses Rad hier unten austauschen hatten wir auch schon, aber hier kommt dann zum Beispiel, genau, also er findet Tische und ähnliches automatisch, er fällt die Treppe nicht runter, er kann auch in den Ecken hier alles wunderbar erreichen durch diese extra Dinger, die dann außen außerhalb von dem diesem runden Ding noch den Staub einsammeln können sozusagen. Und ja, hier steht auf jeden Fall, was schon mal interessant ist, es darf ein Teppich nicht mehr als 15 mm hoch sein, also 1,5 cm, beziehungsweise der sollte keine Borsten an den Seiten haben, die länger als 2 cm sind. So, was darf man, was darf man nicht? Hier zum Beispiel steht, man darf das Ding nicht ins Bad lassen, es soll nicht über nasse Sachen drüber fahren, man soll keine Tiere drauf oben abstellen, die dann rumfahren, wie schon sagt YouTube. Man soll nichts vor die Dockingstation stellen, sonst kann das Gerät natürlich nicht in die Dockingstation zurück, wird es stundenlang probieren. Nachts über soll das Ding nicht fahren, das verstehe ich nicht wieso, aber okay. Dann haben wir maximal 20 mm, was ich gesagt habe, Dicke des Teppichs und soll auch keine Borsten haben, die über 2 cm sind. Dann keine Kabel auf dem Boden. Wird schwer bei Lampen generell, die im Haus rumstehen, aber mal schauen, was wir hier in unserem Haus dann für Probleme haben werden. Dann natürlich sollen keine kleinen Gegenstände auf dem Boden liegen, wie zum Beispiel Socken. Und man soll das Gerät nicht hochheben, während es rumfährt, weil dann, denke ich mal, wird es sich verlaufen. So, ansonsten, ich glaube, brauche ich nicht mehr viel dazu erklären. Hier seht ihr den Rest, könnt das Video kurz anhalten, wenn euch interessiert, wie es dann gut läuft. Das andere könnt ihr auch hier nochmal anschauen, kurz anhalten. Und ja, jetzt habe ich hier den Staubsauger, wie gesagt, und ich habe hier noch meinen alten, damit ihr einen Größenvergleich habt. Also das wäre jetzt ein normaler Staubsauger hier für unsere 100 Quadratmeter Wohnung. Den kann man wunderbar hier nehmen, mit einer Hand verwenden, auch die Treppen hochtragen. Und hier ist dieser Philips, also der Größenvergleich zeigt. Der ist auf jeden Fall 3-mal so dünn und auch sonst von der Größe her, wenn wir es von vorne anschauen, auch nicht viel größer. Allerdings wird mir das hier zu schwer. Ich muss definitiv öffnen das Fitnessstudio. Also das ist der Philips Home Run, der jetzt hier hoffentlich ein paar Home Runs bald in unserem Haus erledigen wird. Wahrscheinlich nicht täglich, das wäre ein bisschen zu viel. Außer er weckt mich jeden Morgen, das wäre natürlich ganz praktisch. Wobei wir haben 2 Stockwerke, also bräuchten wir eigentlich sogar 2 von denen. Aber wir werden es auf jeden Fall in Bayern Stockwerk mal ausprobieren, mit kleineren Zimmern.
Zimmern, einem großen Zimmer, Küche und Badezimmer auch. Und ja, eine Sache habe ich euch hier gar nicht gesagt. Hier kann man den komplett an- und ausschalten an der Unterseite. Also ist das schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen, falls es doch mal verrückt spielen sollte. So, das ist der FC9910 Philips Home Run. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balasch Gahl und den kompletten Test findet ihr bald auf techfokus.de.